Bevor das Video beginnt, möchte ich nur mal kurz darauf hinweisen, achtet mal bitte in dem Video darauf, wie arrogant dieser Typ mit mir redet und wie oft er mir ins Wort reinfällt. Ich musste wirklich vieles rausschneiden, da man kaum noch was verstanden hat, da er mir wirklich in jedem zweiten Satz dazwischen geredet hat. Also ich weiß ja nicht, eigentlich möchten Schwule ja toleriert und akzeptiert werden, aber auf den Typen trifft halt wirklich jedes Vorurteil wie die Faust aufs Auge zu. Hallo, ist sie wer Deutscher eigentlich? Nee, wir sind eigentlich Deutsch. Afrikanisch. Okay. Afrika ist ein Kontinent, kein Land. Ich weiß. Oder? In Afrika spricht man Französisch, Englisch und noch irgendwas anderes. Französisch, Englisch und noch eine andere Sprache. Also mal ganz davon abgesehen, dass es in Afrika sogar deutschsprachige Stämme gibt, gibt es auch noch rund 2000 andere Sprachen, die in Afrika gesprochen werden, Junge. Ja, Mann, Alter. Ey, lass uns mal. Das Ding gleich hallo, die Frau. Hallo, nicht so rumschreien, bitte. Meine Ohren platzen gleich, okay? Soll ich mal rumschreien? Nein, lass es bitte. Wer ist denn die Frau hier? Wer ist denn das weibliche Ding von uns? Baum, hehe, ist das Frau oder was? Deine Mutter ist eine Frau. Ah, Yuki, das Juni. Ist so, ne? Entschuldigung. Junge Baum, hehe, ich mute dich gleich, Digga. Du bist übel hyperaktiv, kann das sein? Der braucht Tabletten, der arme Junge. Helft ihm doch mal wer. Ich glaube, er hat nicht nur eine Sprachbehinderung, also Kevin. Ja, das stimmt. Was? Den habe ich auch schon wieder nicht verstanden. Warum könnt ihr alle nicht richtig reden, Digga? Was ist denn da los? Aus welcher komischen Region kommt ihr, dass ihr alle nicht reden könnt? Mhm. Ey, Yuki, ne? Jetzt gebe ich ja frei. Was? Schon wieder nichts verstanden, Digga. Irgendwas stimmt mit dir nicht, wirklich nicht. Was ist denn? Wie alt bist du? Oh Gott, jetzt geht's los. 15 ja, Jahre okay. alt. Okay. Guck, dieser Baum, hey, er muss die ganze Zeit dazwischen reden. 15 Monate. Was ist mit diesem Ding, Digga? Auch. Was ist mit diesem Ding? Ich schwöre, der kann's nicht verkraften, wenn einer irgendwie ohne eine Konversation führt. Was ist das? Erzähl mal. Nee, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Eigentlich bei dir. Bist du irgendwie eifersüchtig? Bist du ihr kleiner Simp oder was? Simpst du ja, für sie? Ja, sicherlich. Vor allem, weil ich auch gar nicht schwul bin oder so. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es gerade ehrlich sagst, hörst du es an wie 24 Tim, Digga. Yo, auf jeden Fall echt cool, dass er direkt Vorurteile gegenüber mir hat, nur weil er seine Sexualität geäußert hat und denkt, jetzt kommen homophobe Sachen. Aber finde ich auf jeden Fall schwer in Ordnung, dass Schwule ja auch nicht wollen, dass man Vorurteile gegen sie hat. Was? Nee, aber du hörst dich halt ehrlich an wie 24 Tim, Digga. Du bist aber nicht der, oder? Dankeschön, das hat mir in der Runde davor auch jemand gesagt. Ja, also das war jetzt auch keine Beleidigung, das war einfach nur ein Fuck. Jede Runde auf meine Stimme angesprochen. Ja. Klingt so komisch, oh nein. Aber man kennt's halt auch, dieser schwule bester Freund, der immer hyperaktiv drauf ist. Und der immer gegen alle Typen schießt. Ich kann dir versichern, wenn einer von uns beiden hyperaktiv ist, dann bin das ich. Davon merke ich jetzt nichts, wenn ich ehrlich bin, so. Ja, jetzt gerade nicht. Ja, vielleicht mit dir, aber du kennst uns ja auch. Ja. Sonst eigentlich. Boah, das wird mir langsam ein bisschen zu viel hier. Ich krieg langsam, also mein Kopf schmilzt gleich einfach, glaube. Junge, weißt du, wie ich mein? Ich weiß nicht, wie du meinst. Ey, yo, 24 Tim, Digga, bleib mal ruhig jetzt, okay? Ich will echt keinen Stress jetzt. Real Talk. Ich will einfach keinen Stress. Schon mal gar nicht mit 24 Tim, weil der hat sowieso so viel Reichweite auch. Wenn der jetzt auf TikTok zum Beispiel ein Video postet und sagt, dass ich irgendwie mich falsch verhalte, ich bin doch für mein Leben gestraft dann. Deswegen tut mir leid, okay? 24 Tim. Das hättest du auch verdient. Warum? 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 Ich würde es jetzt gerne wissen, ne? Ja. Ey, aber jetzt mal ehrlich, 24 Tim, eine Sache, die ich mich frage. Okay, das ist jetzt auch gar nicht mal irgendwie... Ich nenne dich aber so, weil... Baum, hehe, hört sich irgendwie beschissen an, wenn ich ehrlich bin. Das sagt xkevin-boz, groß, z klein. Ja, gut, mein Name ist jetzt auch nicht der heftigste, aber du kannst mich ja theoretisch einfach Kevin nennen. Ist auch nicht viel besser. Was soll das jetzt heißen? Macht ihr hier gerade Namensshaming? Macht ihr gerade Namensshaming? Du hast ja, angefangen, wir. Bro. Was? Ich bin nicht dein Bro, ich bin 24, Tim. Bro, du friendzonst mich? Natürlich. Bro, ich bin 15. Glaubst du, du hast eine Chance bei ihr? Guck dich mal an. Okay. Mann, Entschuldigung, ich bin ja der schwule Freund, der gegen alle Typen schießt. Ich glaube, er wollte sagen, er ist der schwule Freund, der gegen alle Typen schießt. Ja, richtig, richtig. Also hatte ich ja bisher auch recht, oder? Damit, mit der Aussage. Kevin. Weil es ist ja theoretisch egal, welcher Typ hier gerade mit der Yuki reden würde, du würdest gegen alle ein schlechtes Wort einlegen. Sei einfach mal ehrlich zu dir selbst. Ja, da bist du ruhig. Ey, aber ich habe jetzt mal wirklich eine Frage, okay? Jetzt, die meine ich auch wirklich ernst. Leute wären, dann vielleicht guck mal, nicht. Die meine ich jetzt wirklich ernst, okay? Die Frage will ich nicht hören. Ich nein, es nicht ist wirklich auch nichts gegen Schwule, aber es ist was mich interessiert an Schwulen. Und das meine ich jetzt echt ernst, wirklich. Oh, das kommt jetzt schon wieder. Ich habe gekümmert. Nein. Warum? Deswegen werde ich deine Frage nicht beantworten. Nein, ich wollte nur fragen, warum ihr so alle so gleich redet. Halt so diesen mäßig Akzent, wenn du verstehst, wie ich meine. Das ist doch eine normale, berechtigte Frage, oder war das also jetzt schlimm? Also, ich kann es dir tatsächlich erklären. Ja? Es gibt halt viele Männer, die
ihre Stimme mit Absicht verstellen. Und dann hören die sich alle so an, oder wie? Die meisten schwulen Leute verstellen ihre Stimme halt nicht, deswegen. Hey, aber ich meine die ihre Stimme verstellen. Auf Krampf tiefer reden. Er verstellt hier seine Stimme nicht. Als ob das seine normale Stimme ist, du weißt doch, was ich meine, das sind diese... Ja, das ist seine normale Stimme. Nein, der redet so komisch durch die Nase. Ich tue eigentlich nur so. Nein, er redet wirklich immer so. Soll ich deinen Kato holen? Ja, hol sie bitte. Hallo, hol sie. Ey, Baum, hier, bitte hol meine Karte. Das ist so traurig, ne? Hol meine Karte. Entschuldigung, dafür bin ich zu schwul. Das kann ich jetzt nicht. Guck mal, warum fühlt er sich eigentlich angegriffen? Warum fühlt er sich eigentlich angegriffen? Habe ich einmal was gegen Schwule jetzt gesagt? Weil ich... Nee, darf aber, ich cool? aber du brauchst einfach Tag. Aufmerksamkeit, ne? Du brauchst Mitleid und Aufmerksamkeit gerade, stimmt's? Hä, du bist doch der irgendwas hier... Frage. Was denn? Wie alt bist du eigentlich? Ist doch egal, was trägt das jetzt hier zur Sache bei? Warum lenkt ihr vom Thema ab? Ich wollte nur wissen, wie alt du bist. Ja, aber du hast vom Thema einfach nur abgelenkt. Ich hatte eine Frage. Machen wir auch im Team bleiben? Also doch, mit anderem Spiel machen wir breit. Mit neuem Team. Machen wir im Team bleiben? Tschüss. Okay, dann viel Spaß auf YouTube, ja? Mit deinen zwei Viewern. Ja, mit kannst du ja meinen YouTube-Kanal eingeben? Kalle Mois müsst ihr eingeben. Ich mach alles außer das. Musst du ja auch nicht, keiner zwingt dich. Ihr seid echt irgendwie extrem toxisch, ich weiß nicht genau warum. Was habe ich euch getan eigentlich? Sorry, aber Junge, du bist Fame. Junge, du bist einfach Fame. Kev, Alpha. Das ist halt wirklich eher. Der Typ hat 152.000 Abonnenten. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr von meinem Content verpassen wollt, dann folgt mir jetzt auf jeden Fall auf Twitch. Ich bin jeden Abend live ab 19 Uhr und dort treffe ich dauerhaft solche Leute. Also folgt mir jetzt auf Twitch, Junge. Erster Link in der Videobeschreibung. Kalle Mois!